Servus Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Auf Eden Prime sind wir noch, da wo alles seinen Anfang nahm im Teil 1. Dass dieser Proteaner nicht schon früher gefunden wurde, wenn er doch angeblich schon seit 50.000 Jahren hier ist, wundert mich so ein bisschen, ehrlicherweise. So. Du stellst dir kein Geschütz auf. Ah, ah. Oh, oh. Und tschüss. Na, wenn das mal nicht eindeutig war, weiß ich auch nicht. Alter, wie viele Schüsse habe ich da jetzt verbraucht? Glaub's ja nicht. Ja gut, die Dingens, die Pistole ist ja jetzt nicht so schadenstechnisch so der Burner. Ich muss mir unbedingt die Paladin holen. Die Predator ist jetzt nicht so der Renner. So, mal kurz hier. Stellungswechsel. Wow! Macht's weg, macht's weg, macht das scheiß Ding weg. Au. Da nehme ich jetzt mal lieber ein Medikit. Komme ich da vielleicht irgendwie rein? Na, klettern kann ja der Shepard nicht. Shit. Oh fuck, Schutzschilde. Ach du, es ist Vega. Verdammt. Das gibt's nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Flatsch. Bin ich jetzt hier umgangen oder was? Nee. Tschüss. You little Pisser. So, Spiel gespeichert. Jetzt aber schnell zurück zur Kapsel und weg hier. Sie haben die Brücke eingezogen. Wir müssen einen anderen Weg rüberfinden. Hm. Naja, ich weiß schon, wie der aussieht. Mensch, die halten hier einen ganz schön hin. Nope, der war's nicht. Dieser Weg. Hä, gibt das? Wo soll ich lang zum Teufel? So, ne. Der offensichtlichste Weg ist natürlich der, der mir als letztes auffällt. Ich dachte, wir müssen jetzt irgendwie durch die Gebäude darüber, aber so geht's natürlich auch.
Yeah! Komisch, hier kann ich nicht runterspringen, aber hier kann ich runterklettern. Als ob das so viel Unterschied macht. So, mal kurz safe it easy. So, jetzt aber. Le Kapsel. Ich übermittle das Signal. Perfekt. Es wird ein bisschen dauern, bis die Lebenskapsel es verarbeitet hat. Jede Menge Feinde im Anmarsch, Commander. Wir müssen diese Stellung halten. Ja, ja, geht mal in Deckung, da wo ich es euch befohlen habe. Einfach nicht, dass ich durch diesen scheiß Schlitz nicht durchtreffe. Da kommen sie! Ja, Singularität ist, eine sehr gute Idee. Alter, wie viele die halt hier gleich schicken, ey. Ja, du da oben nicht. Sparsam jetzt mit der Muni umgehen. Ah, verdammt. Sorry. Ich kann jetzt nur mein Mikrofon nicht mehr einfach so muten. Sieht aus, als hätten wir kurz Zeit, um Luft zu holen. Ich wünschte, mein Betreuer wäre hier. Ich könnte einen Eisbeutel vertragen. Hat die Lebenskapsel den Stase-Modus beendet? Wir haben es fast geschafft! Wenn die Munition knapp wird, im Gebäude nebenan befindet sich ein Nachschublager von Cerberus. Ich kann die Feinde mit einer Singularität blockieren. Du Scheiße, was zum Teufel ist denn das? Wow. Und tschüss. Ein Atlas. Der die Welt trägt. In dem Fall trägt er eigentlich nur sein unglaubliches Gewicht. Wow! Fuck! Nein! Mann, ich brauche echt eine stärkere Pistole. Steht auf, ihr Penner. Kämpft! Für das Reich! War so ähnlich. Gott! Endlich! Projekt aktualisiert, Cerberus Atlas. Na, super! Sie können die Lebenskapsel jetzt öffnen. Super, wie viele Medikits haben wir jetzt noch? Zwei, okay. Na, im letzten Teil habe ich die fast gar nicht gebraucht. Habe ich die Leute einfach im Dreck liegen lassen. Ich merke schon, hier werden die deutlich wichtiger wieder. Gott sei Dank. So, dann öffnen wir sie mal. Jetzt bin ich aber gespannt.
haben es geschafft. Göttin. Er braucht vielleicht eine Weile, um sein Bewusstsein wiederzuerlangen. Wow. Vorsichtig, er ist verwirrt. Und noch ein bisschen schwach auf den Beinen. Nach 50.000 Jahren, verständlich. Nicht vergessen, für uns sind es 50.000 Jahre, aber für ihn sind es nur... ein paar Minuten. Negativ. Berechnung zufolge wird der Bunker überrannt. Kapseln online! Diese Soldaten leben noch! Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Zur Lebenskapsel. Die Neutronenreinigung säubert die Anlage. Was davon übrig ist? Ein paar hundert Leute. Wie soll ich daraus ein Reich wieder aufbauen? Weitere Änderungen sind erforderlich. Die Neutronenreinigung hat die Anlage beschädigt. Soll heißen? Sensoren außer Betrieb. Automatische Reaktivierung keine Option. Sie bleiben in Stase, bis eine neue Kultur diesen Bunker findet. Möglicherweise reicht die Energie nicht. Keine Kapseln mehr abschalten! Ich brauche alle, die übrig sind! Auf Energiebedarf wird angemessen reagiert werden. Sie werden die Stimme unseres Volkes sein. Ich werde mehr sein als das. Wie viele andere? Nur sie. Verstehen Sie mich? Ja. Ich habe Ihre Physiologie und Ihr Nervensystem gelesen und kann Ihre Sprache verstehen. Sie haben mich also gelesen, während ich Zeuge war? Unsere letzten Momente. Unser Scheitern. Ihr Volk hat alles getan. Es hat nie aufgegeben. Und diese Entschlossenheit könnte ich jetzt brauchen. Shepard, Sie haben gerade das Interesse von Cerberus geweckt. Asari. Mensch, ich bin von Primitiven umgeben. Hier ist es nicht sicher. Kommen Sie mit uns. Bekämpfen Sie die Reaper? Ja. Dann bin ich gespannt. Tja, Hände geben war wohl da nicht so üblich. Ein lebender Proteaner? Korrekt, Admiral. Aber er ist nicht so, wie wir erwartet hatten. Commander, unsere Wissenschaftler begreifen kaum, was sie überhaupt tun müssen. Wenn der Proteaner beim Bau des Geräts helfen kann, brauchen wir seine Kooperation. Verstanden, Admiral. Wir verlieren immer mehr Kolonien. So etwas wie die Reaper-Streitmacht haben wir noch nie gesehen. Er schon, Admiral. Kann er uns helfen? Das werde ich herausfinden. Gut, Cerberus hat uns eine neue Waffe gegeben, die wir nutzen müssen. Haggard, Ende. Puh. Na, bin ich ja mal gespannt. Ich brauche Sie im Backbord-Frachtraum. Es geht um unseren neuen Gast. Bin unterwegs. Na dann. Schauen wir mal zum Commander Jarvik. Was ist das Problem? Shepard, ich wollte den Raum freundlicher gestalten, aber Sie lassen mich nicht zu ihm rein. Verzeihung, Doktor. Kontaktprotokoll bei neuer Spezies. Von Feindseligkeit ist auszugehen. Die Vorschriften waren ganz schön verstaubt.
Aber er ist nicht neu. Ich studiere die Proteaner schon mein ganzes Leben. Ryan, ich glaube nicht, dass unser Gast ein Problem darstellt. Oder? Das kommt auf Sie an. Ich spüre Angst in Ihnen. Furcht und Zweifel. Die Reaper gewinnen. Was meinen Sie mit spüren? Das Leben hinterlässt Spuren, die man lesen kann. In Ihren Zellen, Ihrer DNA. Erfahrung ist ein biologischer Marker. Was genau habe ich dann auf Eden Prime erlebt? Das war ein Wahnsinns-Flashback. Die Schlacht hat bei mir etwas hinterlassen, das ich auf Sie übertragen habe. Es funktioniert in beide Richtungen. Wie Ihre Sender? Ja. Die. Fanden Sie einen? Sie sahen alles. Unsere Vernichtung. Unsere Warnungen. Warum haben Sie sich danach nicht auf die Reaper vorbereitet, Mensch? Es heißt Commander. Und Ihre Warnungen waren unverständlich. Der Sender hätte mich fast getötet. Dann kommuniziert dieser Zyklus noch primitiv. Wir haben zusammengesetzt, was ging. Und damit vor 3 Jahren eine Reaper-Invasion gestoppt. Dann wurde die Auslöschung verzögert? Wir haben jetzt Ihre Pläne für das Gerät. Wir werden es bauen. Gerät? Die Waffe, an der Ihr Volk gearbeitet hat. Ich hatte gehofft, Sie sagen uns, wie man sie fertigstellt. Ja, keine Ahnung, oder? Wir haben sie nicht fertiggestellt. Es war zu spät. Dann wissen Sie wohl auch nichts über den Katalysator? Nein. Ich war Soldat, kein Wissenschaftler. Ich beherrschte nur das Töten. Was war Ihre Mission? In meinem Volk gab es Avatare vieler Tugenden. Mut, Stärke, Klugheit. Ein Exemplar für jede davon. Wofür stehen Sie? Ich bin die Rache. Ich bin der Zorn eines toten Volkes. Ich verlange Blut für das Blut, das wir verloren haben. Erst wenn der letzte Reaper vernichtet ist, habe ich meine Aufgabe erfüllt. Ich habe keinen anderen Lebenssinn. Wer für mich ist, wird zum Verbündeten. Alle anderen werden zu Opfern. Einverstanden, Commander? Sie haben Verbündete gefunden. Ziel dieses Schiffes ist die völlige Auslöschung der Reaper. Aber wie weit werden Sie gehen, um dieses Ziel zu erreichen? Ich glaube Ihnen nicht, Commander. Lügen sind biologische Marker. Sie zweifeln an Ihren Worten. Wir haben das bei der Ausgrabungsstätte gefunden. Gehört es Ihnen? Ein Gedächtnistotem. Kann es uns bei dem Gerät helfen? Nein. Es enthält nur Leid. Aber ich kämpfe mit Ihnen. Und das Letzte, was die Reaper vor ihrem Tod hören, wird die letzte Stimme der Proteaner sein, die sie ins Grab schickt. Ja? Ich würde gern noch einige Fragen stellen, wenn ich darf. Jetzt geht's los. Ich habe über 12 Artikel über Ihre Spezies in mehreren Fachzeitschriften veröffentlicht. Amüsant. Die Asari können endlich schreiben. Wie bitte? Schon gut. Was möchten Sie wissen?
Ja, was wir wissen möchten vom guten Javik, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Und zwar, wenn es wieder heißt, Let's Play Mass Effect 3. Bis dahin, macht's gut, Freunde.